Sehr gut, Bruder, mashallah. Als der Bruder hat gefragt, wegen Rauchen, die Leute zu überzeugen, dass Rauchen haram ist. Ja? Und er hat dann gesagt, dass man ja auch sagt, dass das Verschwendung ist und so weiter und so fort. Und dass die Leute sagen, ja, wenn du dir ein großes Auto kaufst, ist es auch Verschwendung. Erstmal, dieses ganze Argument mit Verschwendung ist ein Argument, was in die Luft geht. Das kann ich hier von vornherein sagen, da musst du dich gar nicht dran aufhalten. Weil das Argument mit Verschwendung ist ein Nebenargument, das ist nicht das Hauptargument. Wenn es nur um Verschwendung gehen würde, dann würden wir sagen, nicht unbedingt sagen können, dass es haram ist. Das heißt, halt dich nicht daran auf. Sondern wir sagen zu denen, ist es erlaubt für dich, Nervengift zu nehmen? Ist es halal? Nervengift. Dürfen wir Nervengift auf einnehmen? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Also ich sage, es ist haram. Nikotin ist Nervengift. So, und jetzt fragen wir, warum gibt es Gelehrte, die gesagt haben, Nikotin ist Makruh? Warum? Das war vor 300, 400 Jahren. Zur Zeit des Propheten gab es kein Rauchen. Vor 300, 400 Jahren haben die nur gesehen, dass man davon schlecht riecht. Dass es einen Gestank gibt. Dann haben die gesagt, damit belästigt man die Leute. Und haben gesagt, Makruh. Aber ist Makruh immer halal? Makruh ist sowieso nicht halal. Aber heißt Makruh immer, dass es keine Sünde ist? Hier, ich kann immer was geben. Zum Beispiel, voilà, hier, diese ganze Seite. Die ganze Seite hier, Surat al-Isra, Vers 28 bis 38. Ja, hier geht es los. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاكٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. Und tötet eure Kinder nicht, weil ihr Angst habt vor Armut. Dann weiter. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Kommt danach. Und nähert euch nicht der Zina. Zweite Sache. Und dann weiter. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und dann dritte. Tötet keine Seele. Nochmal. Also Zina, Seele und so weiter. Dann. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Nimm das Geld von dem Waisenkind nicht. Vierte Sache da. Ja. وَأَوْفُوا بِالْكَيْدِ und so weiter. وَتَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Rede nicht über Sachen, von denen du kein Wissen hast. إِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ فُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ja. Und dann. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Geh nicht hochmütig über die Erde. Sechs Sachen zählt er auf. Was sagt er am Ende? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّهُ إِنَّ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Alle diese Sachen, die sind bei deinem Herrn Makru. Das heißt hier, heißt nicht unbedingt, dass Makru halal ist. Aber, uninteressant, die Sache ist ganz einfach. Damals haben die Leute gesagt, dass es Makru ist, weil es stinkt. Das war die Fatwa der Gelehrten. Heute haben wir eine neue Erkenntnis bekommen, dass Rauchen Selbstmord auf Raten ist. Obwohl mit der Rauchindustrie so viel verdient wird, müssen die das auf jede Packung schreiben. Weißt du, wie schwer das ist? Wisst ihr, wie schwer das ist, sowas auf eine Packung drauf zu kriegen vom Gesundheitsministerium? Wisst ihr in der Wirtschaft, welche Fäden dort gezogen werden, damit dem Produkt nicht geschadet wird? Wie viel die Rauchindustrie jedes Jahr verdient? Marlboro, wie viele Sport, wie zum Beispiel damals haben die doch Ferrari und so gesponsert oder McLaren. Wisst ihr, wie viel Geld die haben? Wisst ihr, wie viel Geld die haben, um da ihre Beziehungen spielen zu lassen? Können die aber nicht. Warum? Weil es ganz klar ist, dass das Selbstmord auf Raten ist. So, jetzt sage ich zum Beispiel, ist es halal, Heroin zu nehmen? Wird jeder sagen, haram. Aber von Heroin, wie viele Leute, ist es haram, Alkohol zu trinken? Ja, ist schädlich, richtig? Okay, vom Alkohol sterben jährlich in Deutschland 50.000 Menschen. Wisst ihr, wie viele jährlich von Folgen des Rauchens sterben? 150.000. Das heißt, du willst mir sagen, Rauchen ist nicht haram? Das ist ganz klar. Weil ein Urteil über eine Sache ändert sich, wenn wir mehr Informationen darüber haben. Je nachdem, wenn wir über irgendeine Sache, die wir in der Welt sehen, ein Urteil haben, ja, dann eine Information haben, die sich ändert, dann ändert. Zum Beispiel, einem Haus zu wohnen, ist halal. Richtig? Aber wenn ich jetzt merke, dieses Haus
ist strahlenbelastet, wenn du da drin wohnst, dann wirst du Krebs kriegen, dann ist es haram, in diesem Haus zu wohnen. So, der erste Gelehrte, den fragst du, ist es halal, in dem Haus zu wohnen? Der sagt, in dem Haus zu wohnen ist halal. Wo ist das Problem, in dem Haus zu wohnen? Aber der nächste Gelehrte, sie kommen zu ihm, gucken sie mal, in diesem Haus gibt es eine Strahlenbelastung und es ist erwiesen, dass diese Strahlenbelastung dazu führen kann, dass man stirbt. Dann was wird der sagen? Der wird sagen, in diesem Haus zu wohnen ist haram. Genauso mit dem Rauchen. Die haben damals gesagt, das stinkt. Da haben die gesagt, Makruh, stinkt. Dann sagen wir noch dazu, und ist Israf, ist Verschwendung, und innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, die Verschwender sind die Brüder der Satan und so weiter. Aber das ist alles nebensächlich. Hauptsächlich ist Allah sagt, la taqtulu anfusakum, tötet euch nicht selber. Und das ist ganz klar, wenn 150.000 Menschen jährlich sterben. Meine Oma ist aufgrund des Rauchens gestorben. Wisst ihr, wie viele Leute jährlich Lungenkrebs kriegen wegen Rauchen? Wie du deinen Körper schädigst, selbst wenn du nicht davon stirbst. Wie dein Körper schädigst. Ich habe selber Essen auf Rädern rausgefahren. Ich war bei Leuten, die rauchen, und Leute, die nicht rauchen, die alt sind. Ich nicht schon selber. Das ist ja genau. Aber danke, Bruder. Ja, wie gesagt. Deswegen, das ist eine ganz klare Sache. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Wer mit der Fatwa kommt, dem sagen wir es falsch. Zum Beispiel Zucker. Ist Zucker halal? Zucker ist halal. Aber ist, wenn jemand zuckerkrank ist, dann ist Zucker haram für ihn. Für dich ist halal. Du kannst das Nutella-Glas nehmen, kannst das Nutella-Glas mit einem Löffel voll leer essen. Stimmt, so habe ich recht. Ja, der zuckerkrank ist, den kannst du dann nachher ins Krankenhaus fahren. Für den ist es haram. Und deswegen ist die Sache ganz klar. Rauchen ist haram. Ohne Zweifel. Weil es gesundheitsschädlich ist. Noch dazu stinkt es, noch dazu ist Israf und so weiter und so fort. Aber diese Sachen sind alle nebensächlich, da brauchen wir uns gar nicht schon aufzuhalten. Es ist bewiesenermaßen von nicht-muslimischen und muslimischen Wissenschaftlern erwiesen, dass Rauchen höchst gesundheitsgefährlich ist, gesundheitsschädlich ist. Guck dir mal die Lunge von einem Raucher an. Das haben sie doch festgestellt, wie sie diese Leichen auseinandergenommen. Schwarz, wie die Lunge aussieht. Also ist es als Haram einzustufen? 100%. Ja klar. Als Haram einzustufen. Wenn 150.000 Menschen jährlich am Rauchen sterben, wie willst du das noch einschätzen? 150.000. Das ist eine Droge, ist das. Das macht süchtig. Das ist absolut, das ist, Nikotin wird als Ungeziefergift benutzt zu Panlan. Du nimmst es täglich ein. Nur in einer geringeren Dosis. Was in der großen Dosis, Nikotin in der großen Dosis tötet dich. In der kleinen Dosis tötet es dich mit der Zeit. Und das, was in großen Mengen verboten ist, in kleinen Mengen auch verboten.